Sehr verehrten Genossinnen und Genossen, der Landesverband, was soll man dazu sagen, wie ihr ja schon mitbekommen habt, es ist nicht einfach, die letzten 3 Jahre waren nicht einfach, wir sind in einer Minderheitsregierung. Das ist das, was die Regierung und was die Landtagsfraktion ist. Jetzt ist natürlich die Frage, der Landesverband ist nicht die Landesregierung. Das muss man ganz klar so konstatieren. Natürlich hängt das Ganze zusammen, aber es macht einen Unterschied. Ich als Landesvorstandsmitglied bin auch seit 3,5 Jahren mittlerweile gewähltes Mitglied dort. Und für mich ist es immer wichtig gewesen und wird es auch in Zukunft sein, dass wir als Landesverband eigene Akzente setzen. Denn wir sind nicht dem Zwang unterlegen, der die Regierung und die Landtagsfraktion hat. Das heißt, was wir im Landesverband gerade haben, nach der Wahl im letzten Jahr, das heißt, wir haben jetzt seit gut einem Jahr neue Landesvorsitzende, wir versuchen wieder neue Dynamiken in diesen Landesverband zu bekommen. Was heißt das, neue Dynamiken? Neue Dynamiken, vielleicht habt ihr das mitbekommen, der Landesverband ist in den letzten Jahren nun ja, wenn ich es ein bisschen böse sage, ein bisschen eingeschlafen. Wir haben uns ein bisschen darauf zurückgelehnt, ja, wir regieren ja und wir können das Leben der Leute besser machen. Nun haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen, so einfach ist es nicht mehr, wenn wir keine eigenen Mehrheiten haben. Deswegen müssen wir als Landesverband, als Thüringer Linke natürlich mit eigenen, mit neuen Konzepten kommen. Und liebe Genossen und Genossen, was soll ich sagen? Es geht langsam, aber doch stetig voran. Was heißt das? Das heißt, dass die Zwänge, die die Landtagsfraktion, die die Regierung haben, zum Beispiel wenn es um Geld geht, wir nicht haben. Wir können uns überlegen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir sozialistische Bildungspolitik eigentlich machen wollen, ohne dass dem Bildungsministerium permanent gesagt wird, das geht nicht. Und was soll das denn eigentlich heißen, wenn wir schauen, wie neue Kommunalordnungen aussehen? Weil das ist ein Punkt, wo wir gerade dran sind. Die Kommunalordnung wird dieses Jahr 30 Jahre alt. 30 Jahre Kommunalordnung in Thüringen. Und natürlich gibt es da mittlerweile Verbesserungsmöglichkeiten, Verbesserungsvorschläge, die dahingehen, mehr Demokratisierung, das Wahlalter der Menschen in diesem Land bei den Kommunalordnungen zu senken, damit auch die jungen Menschen eine Stimme bekommen. Gerade im Hinblick dahin, dass dieses Land immer älter wird. Und das müssen wir ganz klar konstatieren. Dieses Land wird immer älter. Genau daraufhin ist es wichtig, dass die jungen Menschen umso eher eine Stimme bekommen, um sich politisch involviert zu fühlen und politisch Entscheidungen mittragen zu können. Das ist zum Wohle des Landes, weil wir da nach vorne schauen und natürlich auch gut für den Status quo. Nun ist der Landesverband in derselben Situation wie hier in Gera. Wir müssen das konstatieren. Wir schrumpfen. Wir hatten in diesem Jahr 3 große Austrittswellen. Die erste Austrittswelle, als der Krieg in der Ukraine losging. Und da muss ich ganz ehrlich so sagen, da stehen wir hier, genauso wie im Landesverband. Die einen sind ausgetreten, ne? Das muss man ganz klar sagen, die einen sind ausgetreten, weil sie gesagt haben, ihr könnt doch nicht gegen Russland. Und die anderen sind ausgetreten, weil die gesagt haben, ihr macht viel zu viel mit Russland. Wir stehen da als Linke in einer Situation, die wir nicht beeinflussen können. Die zweite große Austrittswelle im Land von Thüringen, im Thüringer Land, gab es im Sommer zum Bundesparteitag. Da haben die einen gesagt, ihr gendert viel zu viel und das ist euer alleiniges Thema. Und die anderen haben gesagt, ihr nehmt das Bedenken der Menschen zum Thema Gender nicht ernst genug. Auch da stehen wir in einer Mitte, die wir nicht verändern können. Was sollen wir den Leuten sagen? Und das dritte und letzte ist, wenn wir jetzt immer wieder über Panzer reden, dann kommen wir wieder zum Anfang des Jahres, wo wieder die Leute sagen, ihr seid für Kriegslieferungen. Und die anderen sagen, ihr setzt euch nicht genug ein, dass ihr solltet die Waffen an die Ukraine liefern. Nun muss ich ganz ehrlich so sagen, wir als Landesverband, und ich kenne die Diskussion, wir als Landesverband stehen ganz klar zu den Beschlüssen, die wir auf unserem Bundesparteitag und auf unseren Landesparteitagen beschlossen haben. Das heißt, keine Waffen in Kriegsgebiete.
Und da stehen wir als Landesvorstand auch in klarer Opposition zu unserem Ministerpräsidenten. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich bin, wenn ich hier in Gera bin, immer da draußen bei den Leuten. Und die sagen mir immer wieder, wie könnt denn ihr für Kriegslieferungen sein? Und ich stehe immer wieder da und sage, nein, wir als Linke, ich als Landesvorstandsmitglied, wir sind nicht für Waffenlieferungen in die Ukraine. Und im Übrigen auch nicht nur nicht in die Ukraine, auch nicht nach Saudi-Arabien, auch nicht in die Türkei und auch nicht sonst wohin in diesem Land. Und wir als Landesvorstand, das muss ich auch ganz ehrlich so sagen, es ist nicht immer einfach mit dem Herrn Ministerpräsidenten. Das ist nicht immer einfach. Und wir sitzen ein ums andere Mal in diesem Landesvorstand und denken uns, meine Güte, was macht er denn da wieder? Muss ich, ganz klar, sage ich ganz klar. Nichtsdestotrotz hat Bodo Ramelow verkündet, dass er wieder als Kandidat zur nächsten Landtagswahl antritt. Und das ist trotzdem gut. Weil Bodo Ramelow ist in diesem Land nun mal mit Abstand, mit ganz, 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 ganz weitem Abstand der beliebteste Politiker. Und er ist auch derjenige, der ganz, ganz klare Kante gegen die Faschisten in diesem Landtag hält. Und zwar mit ganz, ganz klarem Gesicht. Und es ist wichtig, dass wir gegen diese Faschisten in diesem Landtag ganz klare Kante zeigen. Nun, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute noch. Ah, oh, ich wollte noch so viel erzählen. 1:30. Sehr gut. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte noch einen ganz kurzen Exkurs sagen. Die DGB-Vorsitzende, wir haben das vor 3 Tagen oben im Büro besprochen, die DGB-Vorsitzende stellt sich in diesen Zeiten hin und sagt, es ist nicht die Zeit für Kapitalismuskritik. Das ist nicht die von der CDU, das ist die DGB-Vorsitzende, die sowas sagt. Und da sage ich doch ganz klar, wer so etwas als DGB-Vorsitzende sagt, der kann doch nicht mit uns in einem Boot sitzen. Die Linke steht ganz klar dafür. Es ist jetzt die richtige Zeit für Kapitalismuskritik. Jetzt, genau jetzt müssen wir Kapitalismuskritik üben. Und da muss ich auf das Papier von Janine Wissler und Martin Schirdemann zurückkommen. Vom 14.01. nach der Ampel links, da steht ganz klar drin, wir müssen mehr Sozialismus wagen. Und das ist doch eine Ansage, die ich mir von dieser Parteiführung erhoffe, weil das eine ganz klare Geschichte ist, weil man da genau weiß, wo wir hinwollen. Und natürlich ist es ein großer Spagat, das sage ich auch ganz klar. Auch hier in Thüringen, da ist der Spagat noch viel größer. Zwischen den Visionen, die wir haben auf der einen Seite, von der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, ich bin gleich fertig von der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, aber auch zu den Veränderungen hier im Kleinen, zu dem Bessermachen für die Menschen, für ein besseres Leben. Nun, ich glaube, ich bin ganz schwer der Überzeugung, wir haben die Talsohle erreicht. Auch wenn das hart für uns alle gerade ist. Aber wir haben die Talsohle erreicht. Ich habe sehr viel Vertrauen in die Führung unseres Landesverbandes und ich habe sehr viel Vertrauen in die Führung unseres Bundesverbandes. Liebe Genossinnen und Genossen, lassen wir 2023 anpacken, lassen wir den Pfeil wieder nach oben zeigen, so dass wir 2024 in gute Wahlen gehen können und dann auch wieder in gestärkte Wahlen 2025 im Bundestag. Vielen Dank.